Okay. Und damit, yo, willkommen zu einem neuen Projekt Donkey Kong 64 mit dem unglaublich genialen Intro, dem DK-Rap. Wunderschön. Okay. Das ist ein Spiel, was ich schon ewig mal spielen wollte. Ich habe es leider damals auf N64 nie gespielt, weil ich den N64 hatte. Und jetzt kann ich es doch endlich mal spielen, hier. Street Style, was gibt's denn noch? Moment. Gucken, wie gleich Widescreen aussieht. Kein Unterschied. Mal normal. Story Skip. Off, ja. Reset Highscore. Chimpy Cam. Ich kann doch sicher... Ah, Deutsch. Sehr schön. Okay, damit haben wir es auch auf Deutsch. Finde ich gut, dass es auch auf Deutsch gibt. Ja, wie gesagt, ich hatte Lust auf das Projekt. Schon ewig, lange mal. Und ich glaube, als ich damals vor Ewigkeiten mal gefragt habe, hey, was könnte ich denn so für Spiele machen? Da war Donkey Kong 64 auch natürlich weit dabei. Das Spiel ist auch von dem, was ich so kenne. Ich habe es mal als Let's Play gesehen vor ewig langer Zeit. Ist auch ziemlich cool. Und... Sehr schön.
Ich bin echt gespannt. Also, ich kann schon mal sagen, ich plane auf jeden Fall 100%. Ich weiß, 100% sind in diesem Spiel unglaublich viel. Man kann es vielleicht so ein kleines bisschen mit Banjo-Kazooie noch am ehesten vergleichen, dass man da viele Sachen hat, die man sammeln kann und alles. Aber ja. Let's go. Boah, wir nehmen den Spielstand. Squawks fliegt da einfach in Ruhe entlang. 5 Squawks. Also von der Story habe ich zumindest keine Ahnung mehr. Und eine Robbe. Ach ja, die wunderschöne Donkey Kong Insel. Ist nicht Klepper? Irgendwie sowas? Und das Schiff von King K. Rool. Ist irgendwie ein bisschen schief. Ach so, right, right and left, left rufen die. Hier haben wir Darth Vader. Oder Darth. Hey. Darth Carol. Help! Help! Ja, besser hat, um es zu reparieren. Look out! Jetzt weiß ich wenigstens, warum der Schnee so hin und her wackelt. Ich glaube, wir haben Besuch. I want you to do everything in your power to keep Donkey Kong distracted. Steal that hoard of golden bananas he treasures so much. And take care of his pathetic friends. This time there can be no mistakes. Oh, Your Excellency. We've already taken care of business. I hope for your sake, you're right this time. No. While you'll be busy looking for your precious golden bananas, please, friends, I'll be preparing my lizard-flavored surprise. Boah, die haben unsere Freunde festgenommen.
Und er hört seinen eigenen Theme-Song. Decay, Decay, komm schnell! Quack! Was ist los? Ah, ich darf mich bewegen. Da ist ein Angriff, da ist Springen. Hier ist nichts. Ich muss sagen, es ist unglaublich cool, wie mich das ganze Spiel so ein bisschen an Banjo-Kazooie erinnert, aber ich sag mal, gleiches Entwicklerstudio. Gleiche, wahrscheinlich Engine irgendwo. Da ist die Frage, was gab es zuerst? Banjo-Kazooie oder... Donkey Kong 64, naja. Oh, Candy. Wanna take you to the candy shop? Wanna leave my lolly? Okay, my banana. Gehen wir weiter. DKs. So, Squawks, wo soll ich hin? Mein Haus, nicht meine Treppe. Dein wertvoller Bananenvorrat ist mitsamt den anderen Kongs verschwunden. Ich kann sie nirgends finden, DK. Besser du bringst Cranky diese schlechten Nachrichten. Wieso soll ich das machen? Mach's doch selbst. Wie komme ich eigentlich wieder nach Hause? Kann ich klettern irgendwie? Du musst nicht so rumstöhnen, wenn du den Baum besteigst. Kann ich? Ah, so kann ich auch... Oh. Da ducke ich mich. Da mache ich sonst nichts. Oh, ja stimmt. Da ist das Wii U-Menü. Okay, da ist Start. Da ist nichts drauf. Was mir gerade nicht gefällt, ist, dass die Kamerasteuerung invertiert ist. Sprich, wenn ich jetzt nach links drücke, dreht sich die Kamera nach rechts quasi. Aber gut, das ist alles eine Gewöhnungssache. Nur am Anfang werde ich es wahrscheinlich sehr oft falsch machen. Cranky's Labor. Na, wenn das nicht mein nichtsnutziger Sohn ist. Stimmt nicht. Du hast wieder deine goldenen Bananen verloren, ne? Und? Wo waren gleich deine lausigen Kumpels? Ah, du weißt es nicht. Stimmt's? Ah, das riecht doch nach den Machenschaften der fiesen Echsenbande. Dein Glück, dass mir meine selbstgemachten Tränke das notwendige Geschick verleihen, das du für dein lächerliches 3D-Abenteuer brauchst. Aber erst musst du durch die Trainingsfässer. Hopp und komm bloß nicht zurück, bevor du damit fertig bist. Also eigentlich ist es nicht sein Sohn, sondern sein Enkel. Wenn man ganz korrekt ist. Das Weltcracky mit Heidi. Doki ist verwirrt. Kann ich auch einfach instant? Ah, sehr gut. Ich kann auch instant hinter mich setzen. Okay, dann suchen wir mal die Trainingsfässer. Ich glaube, ich sehe, was mit Chimpy Camp 3 gemeint war. Training Area. Kann ich? Okay. 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 Warte, gespeichert? Okay. Ich möchte mal kurz die Kamera ändern. Und wieso lacht er mich jetzt aus? Schauen wir mal. Präsentiert den Dolby Surround. Und extra nochmal sagen. Ja, ich möchte nicht sehen, was es in dem Spiel alles gibt. Das will ich schon selbst erfahren. So, ich möchte kurz mal zur Kamera. Ich hätte gern folgend. Mal gucken, wie das so ist. Das Kamera schon so von selbst auch in mir hinterherläuft. Ah, okay. Bin wieder hier. Aber ich kann sie auch selbst drehen. Ja, das ist gut. Ja, okay. Das ist besser. Na dann. Wollen wir nochmal das Training von... Wow. Bin ich denn fast... Moment. Da ist der Schatten. Ich bin zu blöd, in ein Fass zu springen. So, was müssen wir denn zuerst lernen? Das Tauchen wahrscheinlich.
Drücke Z, um zu tauchen. Halte A oder B, um schneller zu, oder langsamer zu tauchen. Drücke Z und du bremst ab. Z? Das ist nicht Z. Ah, das ist Z. Ah, jetzt habe ich es, glaube ich, raus. Oh Gott, diese Steuerung. Okay, das ist langsam und das ist schnell. Okay. Oh Gott. Explodiert. Uiuiui, ui, ui, diese Wassersteuerung, die ist echt. Ui. Die wird ein Spaß. So, sammelt Orangen, halte Z und drücke Dingens nach rechts, um sie zu werfen. Wirf einfach 5 Orangen, bis du hier fertig bist. Frage ist, wo ist rechts? Ist das hier? Moment. Das ist Ego-Ansicht. Wie werfe ich die? Ich habe alle Knöpfe gedrückt. Spiel? Und welcher Knopf war das jetzt? Ich habe alles gedrückt. Ach, halte Z und dann drücke sie. Okay, Moment. Machen wir das gleich nochmal. Nein, das nicht. Da. Okay. Ich hab's. Ich hab's mit dem Halte-Z vergessen. Dumm, die dumm. Was haben wir da jetzt? Wenn man Fässer aufhebt. Drücke B, um ein Fass zu heben und B, um es zu wegschleudern. Wenn du keine 5 Fässer wegschleuderst, kommst du weiter. Interessante Physik haben diese Fässer. Aber gut. Ist aber gar nicht so schlecht, dass man so ein bisschen die Grundlagen lernen soll. Ich hätte zum Beispiel nicht gewusst, wie ich jetzt die Dinger werfen soll, wenn ich es nicht noch ein zweites Mal gemacht hätte. So, wieso glitzerst du so? Da. So, drücke A, um zwischen den Lianen zu hangeln und R, um dich zu einer anderen Liane zu drehen. Drücke Z, um von einer Liane zur anderen zu springen. Wett. Okay. Bist du oben? Wow. Donkey, please. Wahrscheinlich standest du unter der Liane oder? Achso, die stand direkt unter mir. Ah, okay. Das ist drehen. So, wie war das jetzt mit Z springe ich? Ne, mit A springe ich, ne? Ja. Wofür sollte ich jetzt Z benutzen? Okay, damit haben wir alles an Training durch. So, Ball und ich hol dir den Trank von Cranky und dann liegt sie weg hier. Okay. Warte, also damit wir das ganze Projekt über Spaß haben, wie der Typ uns hier ständig anstöhnt.
Vielleicht sogar ein bisschen schneller, wenn ich mich hier nach vorne stöhne. So. Und Donkey? Erschöpft? Ach, du hast wohl Tropenfieber, was? Hier, trink das. Primatenpower. Kraftlos Primaticus. Egal, genug getrunken. Du und deine verschollenen Freunde können die Erde zum Beben bringen. Drücke A, um zu springen, und Z, während du in der Luft bist. Nun weißt du auch, wie du hier rauskommst. Eine Sache noch. Ich habe etwas Düstliches für dich. Wenn du mir 15 Bananenmedaillen bringst. So sehen sie aus. Okay, jetzt los. Versuch dein Glück. Ich hätte dann auch nebenbei jedes Mal seine Stimme. Und? Ah. Okay. So, und damit komme ich jetzt hier irgendwo raus. Was steht denn hier? Way out. Okay. Suchen wir doch mal den Way out. Ah. Okay. Ich würde aber sagen, bevor wir hier unseren Weg nach draußen machen. Holy Kamera. Beruhige dich. War's das erstmal von diesem ersten Part? Ich hoffe, es wird euch auch freuen, das Spiel. Ich bin schon sehr gespannt drauf. Ich erwarte schon auch so ein paar kleine Rage-Momente, weil die Steuerung natürlich so von damals jetzt nicht zwingend unbedingt die beste ist, aber sie wird mich vielleicht hier und da ein kleines bisschen ärgern. Man hat schon bei der Schwimmsteuerung gesehen, dass es nicht gerade sehr schön war teilweise, aber na gut. Ich freue mich trotzdem auf dieses Spiel. Dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.